Ich möchte nur, dass ihr versteht, mit welchem Kaliber Mensch ihr hier es gerade zu tun habt, ja? Ich bin ins Auto eingestiegen, habe mein Handy in diese Halterung reingemacht und original eine Minute danach, ungefähr 7 Minuten lang, mein Handy gesucht. Ja, ich habe es gerade gefunden, ja. Es ist, solche Dinge passieren öfter am Tag. Okay. Aber ich habe mein Handy gefunden, ist alles gut, ja. Also, wir haben Halloween, glaube ich. Heute ist Halloween, 31. August, 7. Oktober. Und, Uhrzeit ist egal, ist okay. Und mein YouTube-Kanal Bernhard TV hat 2050 Abonnenten oder sowas. Und Klicks, das weiß ich gerade nicht. Ich weiß eigentlich wenig, wie ihr merkt, ja, aber es macht nichts, weil Eintracht Frankfurt hat gespielt gegen Dortmund. Darüber müssen wir jetzt reden. Wir müssen einiges aufarbeiten. Ja, Eintracht Frankfurt hat gegen Dortmund gespielt am Samstag. Topspiel. Und das war wirklich ein Topspiel. Ja, das kann man so sagen. Das Spiel ist mal wieder exakt auf die Sekunde genauso ausgegangen, wie ich es vorausgesagt habe. 2:1 für Dortmund, weil es war abzusehen. Ja? Es war abzusehen, dass wir schon wieder verpfiffen werden. Von mir egal, nennt es Fußballmafia, Wettmafia, italienische Mafia, russische Mafia, mir egal, Mafia. Es ist einfach sowas, was da passiert ist, ist Mafia. Das ist Mafia. Sorry, ja. Wirklich, denn es tut mir umso mehr weh. Es tut mir umso mehr weh, ja? Denn wir haben als Eintracht Frankfurt, ja, endlich mal eine Ausgangslage gehabt, wo wir Dortmund, Borussia Dortmund wirklich auf Augenhöhe begegnet sind, ja. Wann hatten wir in der Vergangenheit mal so eine, wir spielen ja regelmäßig gegen Borussia Dortmund, aber es war immer so ein Gefühl, wie man spielt gegen Dortmund, ja, also 3 Punkte gegen Dortmund zu holen, denkt man sich so, okay, ey, schönes Weihnachtsgeschenk, ja. Aber zum ersten Mal seit wirklich langer Zeit war das so, ja, das ist Dortmund, okay. Und bei denen läuft es nicht so hundertprozentig ideal bis dato in der Saison. Oder die haben auch viel liegen lassen, sagen wir es mal so. Und bei Eintracht läuft es eigentlich ziemlich gut. Und wir haben eine starke Mannschaft und wir können wirklich was. Ja, wir haben eine starke Truppe. Jeder kann was mit dem Ball anfangen. Wir haben mit dem besten Sturm der Liga. Und es läuft. Es läuft und es funktioniert einfach. Ja? Die Maschine läuft. 2 Mannschaften auf Augenhöhe. Und dann spielen die auch so. Man muss wirklich sagen, umso tragischer ist dieses 2:1, diese 2:1 Niederlage, wenn man dieses Spiel gesehen hat. Mann, das war wirklich ein Top-Spiel, Mann. Bis zur Halbzeit dachte ich mir, Mann, das ist eins der geilsten Spiele auf Eintracht Frankfurt diese Saison, erst recht, aber was ich seit langem gesehen habe, ja. Wir haben die Saison auch schon 5 Tore geschossen im Spiel, aber was das für ein Spiel war, es war einfach geil zuzusehen. Das war einfach, es ging einfach nur nach vorne, in beide Richtungen, ja. War schön, ja, muss man so sagen. Und Eintracht Frankfurt hat in Bestbesetzung gespielt, ja. Gut, Pellegrini hat Lenz ersetzt. Wer da jetzt die bessere Besetzung ist, sei erstmal dahingestellt. Aber ey, wir haben echt ein geiles Spiel abgeliefert. Ja? Dann Dortmund kommt irgendwie zum 1:0. Ja? Ja. Die spielen das aus und der Ball ist im Netz und denkst, ja, scheiße erstmal. Aber du denkst dir Scheiße, nicht die Mannschaft. Denn die Mannschaft hat einfach eiskalt so weitergespielt und nicht mal 5 Minuten oder 6 Minuten später auch geil nach vorne durchkombiniert. Und Kamada, der trifft ja alles diese Saison. Schiebt einen zum 1:1 und denkst dir, boah, was geht hier ab? Was geht hier ab? Ja? Und dann über weite Strecken, Eintracht Frankfurt einfach die bessere Mannschaft. Muss man einfach so sagen. Dortmund gefühlt auf die Wahrheit. In diesem Auto wird nicht gelogen. Ja? Und was passiert? Immer wenn mein Handy runterfällt, wisst ihr, das ist die Wahrheit, ja? Okay, ist ein Manöver jetzt erstmal wieder. Ich muss das anbringen hier. Aber wirklich, Dortmund hat nicht so viel vom Spiel gehabt, oder? Gefühlt haben die 2 Torschüsse gemacht und haben 2 Dinger reingemacht. Und Eintracht, Eintracht hatte viele Chancen, ja? Aber wisst ihr, liebe Leute, manchmal kommt man in Situationen rein, der Ball geht nicht rein und dann bist du sauer und du bist sauer auf deine Mannschaft oder auf den Spieler, der sie nicht gemacht hat. Das war so ein Spiel. Ich bin sauer, zum Beispiel, nichts für ungut jetzt, lieber Christopher Lenz, ja, aber ich bin sauer, dass Lenz das Tor gegen
War das Marseille in dem Spiel, wo ich das beanstandet habe? Wo er so frei aus 5 Metern irgendwie zum Schuss kommt und das Ding nicht reinmacht, ja? Da bin ich sauer, ja, weil das dann irgendwie so komisch ist. Aber bei den vergebenen Torchancen gegen Dortmund, da kannst du kaum sauer sein, weil unsere Verantwortlichen, die den Abschluss gemacht haben, die haben eigentlich so gut wie alles richtig gemacht. Und dann ist einfach Pech, wenn der Torwart dann irgendwie was davon hält oder sowas, ja? Oder jetzt überhaupt. Ja gut, Dortmund kam irgendwann dann noch zu einem Angriff lange in der zweiten Halbzeit. Ich erzähle das jetzt nicht so chronologisch, sondern nur, wie mein Gehirn mir das gerade vorgibt. Ja. Dortmund kam dann halt zum 2-1. Auch so ein... Ja, einfach ein Tor. Passiert, ja. Und normalerweise ist Eintracht Frankfurt ohne weiteres in der Lage dazu, egal wie viele dumme Tore du hier fängst, aktuell ist man so weit, dass man sagen kann, okay, du fängst 2 dumme Tore, normalerweise machst du 4, 5 dem Gegner rein. Und es hätte auch hier sein müssen, ja. Es war echt einfach nur Pech, dass dieser Torwart das alles gehalten hat von Dortmund. Aber dann kommt auch die Schlüsselszene für mich. Die Schlüsselszene, die einfach... Also Eintracht Frankfurt, wie gesagt, du kannst ein Spiel verlieren und es kommt davon, wie du verlierst. Wenn du verlierst wie gegen Bochum, das werde ich dir niemals vergessen. Glaub es mir, ich werde dieses Spiel gegen Bochum dir niemals vergessen, Eintracht Frankfurt. Ja? Ich habe es dir verziehen, aber ich werde es dir nie vergessen. Ja? So eine Scheißleistung. Eine Scheißleistung und du musst dir Verlierer auf die Stirn tätowieren nach diesem Spiel. Ja? Aber wenn du so spielst wie gegen Dortmund, ja, die bessere Mannschaft bist und durch Pech die Dinger nicht reingehen und du am Ende verlierst auch noch, ja, weil Dortmund zwei Angriffe reinmacht und der Schiedsrichter in Dortmund-Bettwäsche schläft, ja, dann wird dir niemand einen Vorwurf machen, sogar Respekt. Ich klatsche für dich, Eintracht Frankfurt, ja. Es tut mir weh, diese Niederlage. Ich habe seitdem nicht, ich weiß auch gar nicht, was es für News gibt. Vielleicht gibt es die krassesten News und ich rede einfach nicht darüber, weil ich bin raus. Wenn Eintracht Frankfurt verliert, bin ich raus. Ich hab nicht auf die Tabelle geguckt. Ich weiß nicht mal, wie die Sonntagsspiele ausgegangen sind. Ich habe keine News gelesen, ich nix. Ich bin bei Eintracht Frankfurt verliert, bin ich so persönlich seelisch verletzt, dass ich will erstmal bis zum nächsten Spiel nichts wissen. Glücklicherweise ist das nächste Spiel schon morgen und ich werde mich vielleicht im Laufe des Tages mal damit auseinandersetzen. Ja? Aber nein, ich weiß nichts. Ja? Jedenfalls dennoch applaudiere ich aus Respekt vor dieser Leistung und Eintracht Frankfurt, die Leistung war wirklich gut und sensationell stark eigentlich. Ja? Aber dann zur Schlüsselszene. Es gab mehrere, ja. Es gab ja irgendwie den einen oder anderen später nicht gegebenen Elfmeter, wo man über den einen vielleicht streiten kann, der andere, weiß ich nicht, wie der andere auch kein Elfmeter sein kann. Aber scheiß drauf, darauf will ich gar nicht hinaus. Aber worauf ich hinaus will, ist, ey, ich weiß nicht, wie Kolo Muani da am Tor rechts, neben dem Tor irgendwie da mit dem Ball sich durchgewurschtelt hat und es noch schafft, den Ball da irgendwie zu lupfen und der Ball landet. War das so über den Torwart irgendwie an den Pfosten oder sowas? Und dann springt er raus und Lindström ist im 16er und will schießen und irgendwie, ich weiß nicht, hat er geschossen, hat er nicht, weiß ich nicht mehr. Das Einzige, was sich so eingebrannt hat, ist, wie dieser, ich weiß nicht. Ich will ihn jetzt nicht beleidigen, also ich will ihn sehr beleidigen. Ich will ihn wirklich grundsätzlich mit allem beleidigen, was die deutsche Sprache, jede Sprache der Welt zur Verfügung stellt, ja? Werde ich jetzt nicht tun. Aber dieser Spieler von Dortmund, ja, den auch beleidigen eigentlich. Ich meinte aber den Schiedsrichter eigentlich, ja. Und dann dieser Dortmund-Spieler, also, das war ja, wenn er das auf der Straße macht, ja, das ist ja eine vorsätzliche Körperverletzung. Ja, was hat er, wie er den so nimmt und einfach so schubst und so, dafür haben andere Leute schon eine saftige Geldstrafe kassiert, mal mindestens. Ja, was er da einfach vor den Augen von 60.000 Leuten im Stadion und weil es Eintracht Frankfurt ist, die beliebteste Mannschaft der Welt, ich weiß nicht, wie viele Spiele Menschen auf der Welt das Spiel geguckt haben, 3 Milliarden oder so, ja, haben 3 Milliarden Leute die Spiele angeguckt, ja, und ich sehe aus dem Augenwinkel, wie dieser Müllabfuhrfahrer da hier neben mir runterguckt und sich denkt, ist das Burnout TV? Ist es wirklich Burnout TV? Soll ich jetzt auf die Frontscheibe springen und ein Autogramm wollen? Nein, mach es nicht. Glücklicherweise ist seine Ampel rot. Ich hasse Menschen. Ja? So, ja, ich hab's gesehen, er hat geguckt, was ich mache. Ja? So, jedenfalls, 3 Milliarden Menschen haben dieses Spiel gesehen. Und der Volltrottel macht eine offensichtliche, vorsätzlich begangene Körperverletzung, indem er den so mit beiden Armen einfach so schubst. Und er ist nicht mal fake gefallen. Ja, man kann ja fake fallen, aber nein. Lindström wiegt 2 Kilo. Und wenn du den dann auch mit so gewalttätig schubst, dann fällt er ziemlich gewalttätig zu Boden. Ja? Brutal. Ja? Und jetzt müsst ihr mir erklären, bitte, wirklich erklären, wie es sein kann, dass wir in Deutschland die Videoassistenten haben, die jede Spielszene eines Fußballspiels aus 280.000 Winkeln
Ultra-Zeitlupe Nahaufnahmen sich anschauen können. Was häufig notwendig ist. Aber hier. Sogar Lothar Matthäus hat es gesehen. Und wenn ich sage sogar, meine ich es. Wenn Lothar Matthäus es sieht, ohne Zeitlupe, aus dem Spiel heraus, dass es ein offensichtliches Foul ist und ein Elfmeter ist. Ja, wirklich, wirklich. Willst du mir erzählen, ein anderer Mensch braucht doch einen Videoassistenten, wenn sogar Oliver Lothar Matthäus sieht? Also bitte, liebe Leute, ja. Lothar Matthäus hat sogar gesehen, dass es ein Elfmeter ist, ja. Und dann... Ey, und dieser Schiedsrichter, ich weiß, ich habe das dann im Nachhinein nicht mehr verfolgt nach dem Spiel. Hat er sich dazu geäußert? Gibt es Infos? Ich weiß es gerade wirklich nicht, weil ich habe mich nicht mehr. Ich will nichts wissen von Eintracht, wenn die verlieren. Sogar nach so einer Leistung, aber trotzdem, ja. Aber hat der sich den Videoassistenten überhaupt reingezogen? Die Aufnahmen dieser Szene? Ja? Hat der Videoassistent ihm überhaupt irgendwas gesagt? Hat der Videoassistent, was hat er gemacht? War der Videoassistent krank an dem Tag? War er nicht da? Hat er geschlafen? Hat er sich eine Line reingezogen? Hat er gekackt? Hat er PlayStation gespielt? Hat er. Ihr könnt alles in diesen. Machen wir eine Competition. Bitte schreibt unter das Video die lustigsten Dinge, die der Videoassistent gemacht haben könnte. In diesem Augenblick anstatt seinen Job. Statt seines Jobs. Ja? Bitte schreibt es mir hier rein. Das würde mich mal sehr interessieren. Ja? Denn irgendwas davon. Irgendeiner von euch wird eine Schwarze treffen, denn seinen Job hat der Videoassistent nicht gemacht. Wie kann der in dieser Situation, weil vielleicht hat er es ja gemacht, ich weiß es ja nicht, ja, aber falls irgendeiner von beiden hat verkackt, der Videoassistent hat nicht seinen Job gemacht oder der Schiedsrichter hat sich geweigert, seinen Job zu machen, denn wenn sich der Videoassistent meldet, dann muss er zumindest sich das mal reinziehen, hat er, glaube ich, meines Erachtens nicht gemacht, oder? Und ich weiß es nicht, aber totales menschliches Versagen. Und das trotz modernster Technik. Ja? Danke, dass wir immer noch, dass wir nicht in der Terminator Skynet-Zeit sind, wo die Maschinen uns schon versklavt haben und so weiter. Ja? Und dass wir immer noch sehen, dass viel Menschlichkeit in der Welt steckt, weil so viele scheiß Fehler passieren. Ja? Das ist toll auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gefällt mir es gar nicht, wenn Eintracht dadurch leiden muss. Ja? Denn das kann einfach nicht sein. Ja, wie geht das? Wie, wenn mir jemand, der objektiv ist und das Regelwerk versteht und unvoreingenommen ist und korrekt ist, mir erklären, ist hier ein Fall, ist ein scheiß Ausfall, mir erklären, wie sowas zustande kommen kann? Wie geht das? Wie geht das? Ja? Wie kann in der heutigen Zeit mit dieser Technik und früher gang und gäbe, ich weiß gar nicht, wie diese Zeit war vor Videoassistenten, gang und gäbe, dass Schiedsrichter, ja, dann kann man sagen, es sind nur Menschen, wer weiß, wie viel Mafia dahinter steckt, was sie sehen, was sie nicht sehen, wie sie entscheiden, wie nicht, sehr viel Ermessensspielraum, ob ein Schiedsrichter, ein Schiedsrichter, es ist eigentlich, ihr müsst euch mal das vorstellen, es ist so krass. Was eine gelbe Karte ist, ist ein sehr großer Auslegungsspielraum. Es gibt doch nicht umsonst. Mancher Schiedsrichter pfeift nach dem ersten Windstoß gelb, anderer pfeift nach dem 10. Foul, vielleicht gelb, vielleicht. Ja? Und wenn einer dem Schiedsrichter schon einen gelb gegeben hat, kann der Schiedsrichter absolut frei entscheiden, was gelb ist und was nicht. Der andere muss nur faulen und er sagt gelb, ja, halt gelb. Ja? Wirklich, also. Klar, dann, okay, taktisches Foul, nicht taktisches Foul, schlimmes Foul, nicht schlimmes Foul. Weil, der Schiedsrichter kann eigentlich nach Belieben danach ein Spiel beeinflussen, indem wie viele gelb-rote Karten er verteilt oder hin und her, ja, wirklich. Früher, ja klar, ist ja also kein Geheimnis, in jedem Land der Welt wurden Spiele geschoben. Das kann man, braucht mir keiner erklären, also so viel, bla bla, balla balla, nicht bla bla, balla balla, kann man gar nicht sein. Und ihr wisst, ich habe mein Handy 7 Minuten gesucht, nachdem ich es 1 Minute davor hier reingelegt habe. Also wirklich, so ballerballer kann man selbst echt nicht sein. Ja? Und dann hast du schon diesen Videoassistenten. Und es funktioniert nicht. Wie kann es sein? Wie kann es sein? Selbst eine Woche zuvor, in welchem Scheißspiel war das? War das bei uns sogar, wo seht ihr, in diesem Auto wird nicht gelogen. Ja? Auf die Wahrheit, weil das einfach die Wahrheit ist. Ja? Ey, wirklich, mein Gehirn ist vernichtet, aber wo war das?
irgendwie die Kommunikation ausgefallen ist. War das sogar auch bei uns, wo dann, stimmt, das war doch für uns. Ey, Kollege, du bleibst jetzt noch schön stehen. Du bleibst jetzt noch schön stehen und fährst rückwärts. Richtig. Liebes Fräulein. Ja, so macht sich. So gehört sich das, wenn Bernhard TV an dir vorbeifährt. Ja, schön erstmal Platz machen. So. Ja, das war doch bei uns gegen, wo wir 5 Tore geschossen haben oder sowas. Ja, da ist die Kommunikation auch ausgefallen und sowas. Aber egal. Das, also wirklich, liebe Leute, sowas darf nicht passieren. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, hier reinzukommen, weil die stehen schief. Ja, und ich muss so Bordstein hoch. Ja, eine Sekunde. Das könnte problematisch werden, ja. Mein Auto gibt mir schon Anzeichen, es möchte nicht. So. So. Ich will ja nichts sagen. Ich will ja nichts sagen, ich bin schon ein eiskalter Motherfucker. Ich stehe sogar gar nicht mal so schief. Ja, das andere Auto ist halt so, so viel mehr auf, an der Seite. Aber ist egal, ich bin gut. So. Es ist unvorstellbar, wie sowas zustande kommen kann. Mit diesen Videos. Ich bin jetzt so mit einem Tag dazwischen, habe mich abreagiert, habe andere Sachen zu tun gehabt, andere Sachen mich beschäftigt und hin und her. Hätte ich das Video gestern gemacht, also zumindest nach dem Spiel, weiß ich, ich hätte jetzt schon keine Stimme mehr, weil ich so rumgeschrien hätte und es ist nicht gut, weil ich habe immer noch, übrigens, immer noch meine Medizin, ja, geh weg. Ja, ich glaube, ich werde das auch beibehalten, auch wenn ich wieder gesund bin. Das macht mir gute Laune. Es schmeckt so komisch, eklig, aber irgendwie gefällt mir das. Ja, jedenfalls, fürchterliche Leistung. Also ein fürchterliches Verbrechen an einem Fußballsport, was da passiert ist, ja. Und es muss doch eine Fußballkriminalabteilung geben und das muss aufgerollt werden. Dieser Fall muss bearbeitet werden. Ich weigere mich, das zu akzeptieren, das einfach so hinzunehmen. Das darf nicht sein, liebe Leute, ja. So, was soll ich weiteres dazu sagen? Kamada in der Form seines Lebens. Kolo Moani auch ein super Spiel gemacht, auch wenn er nicht getroffen hat. Aber genau, was ich, trotz allem, wirklich, dieses dieses Videoassistent, schreibt mir eure Meinung auch dazu und schreibt mir auch, was der Videoassistent da in dieser Situation Besseres zu tun hat als seinen Job. Viele haben gut gespielt, aber ich möchte einfach herausheben, wer für mich Mann des Spiels war. Viele haben sehr gute Leistungen gezeigt, aber ich möchte herausnehmen, Junior Dina Ebimbe, ja, was er auf der rechten Seite abgespult hat, ja, wenn dieser Junge, wenn der noch diesen Torhunger hätte, sprich diese Mentalität, Torgefahr, Tor erzielen zu wollen, das ist ja eine Atombombe, eine laufende Atombombe aus Paris, die wir da verpflichtet hätten, ja. Was der für ein Tempo hat. Ich habe euch gewarnt vor seinem Tempo, ich habe es euch gesagt. Ich habe es euch mal wieder gesagt. Und wenn ihr wissen wollt, was ich noch gesagt habe, habe ich nicht gesagt. Und ich schwöre es eigentlich, wenn ich noch meine Videos schneiden würde wie früher, aber ich habe nicht die Zeit dafür, würde ich jetzt einfach mal ein Video nehmen. Aber ihr könnt selber gucken, das Video, was ich nach Stuttgarter Kickers, nach dem Spiel gemacht habe, guckt euch an, direkt am Anfang irgendwo, habe ich gesagt, ich glaube am Anfang, ich weiß nicht, aber habe ich euch nicht gesagt, dass wir nächste Pokalrunde hundertprozentig, es würde mich nicht wundern, wenn wir nicht gegen Darmstadt spielen und gegen wen spielen wir. Ich sag, guckt es euch an, wenn ihr mir nicht glaubt, diese 5 Minuten müsst ihr investieren, ihr müsst es sagen, ich habe es euch gesagt, es ist, wollt ihr mir sagen, hier läuft alles mit rechten Dingen, nein. Sogar die Fußballmafia, die alles manipulieren und schieben können, wie die wollen, guckt Bernhard TV. Das ist also. Klarer geht's nicht, ja? So. Ja, Dina Ebimbe, Wahnsinnsspiel. Wie der durchgerannt ist, wie er gekämpft hat, wie er die Seite beackert hat, Wahnsinn. Wenn der noch, wie gesagt, Torgefahr entwickeln würde über die rechte Seite, dann werden sich die Leute hier noch fragen, wer Kostic war, ja? Also, was ist Kostic, werden die Leute sagen, ja? Nichtsdestotrotz, natürlich Kostic, guter Mann. Aber Glasner umso famoser, dass er ihn so vergessen lassen hat, in 0,nix, und wir dennoch erfolgreich spielen können. Und so ein Spiel gegen Dortmund, an einem anderen Tag gewinnst du so ein Spiel 4-2, 5-2. Es ist so, es ist die pure Wahrheit, und Dortmund hat glücklich gewonnen. Wirklich glücklich. Dortmund ist keine schlechte Mannschaft. Die haben auch sehr gut gespielt und auch sehr schnell nach vorne gespielt. Es war ein Topspiel. Zwei Mannschaften auf Augenhöhe, die sehr gut gespielt haben. Ja, aber auch in einem Topspiel, auch wenn Barca und Real spielen. Barca hat natürlich gerade irgendwie eine Scheißphase, aber wenn beide in Top-Verfassung sind und gegeneinander spielen, dann gibt es immer eine Mannschaft, die den Kürzeren zieht.
wenn die nicht unten spielen. Und da wirst du auch nicht sagen, ja, das, die an dem Tag waren die besser. Und Dortmund war an dem Tag nicht besser. Eintracht war an dem Tag besser und hätte es verdient gehabt zu gewinnen. So weiß ich gar nicht, wie die Tabelle aussieht. Die stört mich gerade, dass wir verloren haben. Aber nichtsdestotrotz, Eintracht Frankfurt, wirklich, guck dir dieses Video an, investier diese 20 Minuten und 17 Sekunden jetzt in deine Motivation, ja, in deine Kanalisierung deiner Macht, die du mittlerweile hast auf dem Spielfeld, und nutze es und setz das gegen Lissabon ein. Ja? Zeig das, was nicht geklappt hat gegen Dortmund bei Lissabon, und ich werde dir, also ich muss dir nichts vergeben oder verzeihen, weil das Spiel war super von dir, du hast alles richtig gemacht, wir wurden verpfiffen und wir hatten auch noch Pech dazu. Ja, also ein Scheißtag, du bist verpfiffen, hast auch noch Pech dazu, ja. So, deswegen, ich, Eintracht Frankfurt, für mich hast du gewonnen, in meinem Herzen, in meiner Welt hast du gewonnen. Leider nicht, super, da ist ein Auto mit Eintracht-Aufkleber vorbeigefahren, seht ihr, das ist auch ein Zeichen, ja. So, ja, morgen Lissabon, werden wir ein Video machen noch davor, denke ich mal. Und jetzt erstmal abschließen das hier. Traurig, aber wahr. So ist manchmal die Fußballrealität. Du bist verpfiffen und hast Pech. Scheißtag. Ja? Aber Eintracht Frankfurt, du hast eine Top-Leistung abgerufen. Und wenn du diese Leistung abrufst, wieder, morgen, dann mach ich mir gar keine Sorgen. Und dann mach ich mir auch gar keine Sorgen von niemandem. Wirklich nicht. Wenn du so spielst wie gegen Dortmund, kannst du an einem guten Tag jeden schlagen. Ganz einfach. Und das, der braucht mir keiner zu widersprechen. Das ist einfach so. Ja? In dem Sinne, schreibt unter das Video, was der Videoassistent Besseres zu tun hatte als sein Job in der Situation. Schreibt mir sonst was, was ihr zum Spiel zu sagen habt. Schreibt mir alles, was ihr loswerden wollt. Schreibt mir eure Einkaufsliste. Ich werde es zwar nicht für euch kaufen, aber schreibt es mir. Es interessiert mich so, was ihr so kauft. Und eigentlich nicht, aber trotzdem schreibt es. Bestimmt lustig. Und ja, ich muss jetzt los. In dem Sinne, haut rein. Ciao, ciao. Alles wird gut. Und einfach mal, macht ihr nichts draus. Ja? Macht ihr nichts draus. Ich habe die Meisterschaft nicht abgeschrieben. Und den Champions League-Titel erst recht nicht. Ja? In dem Sinne, morgen wird spannend. Noch bin ich cool. Kurz vorm Spiel morgen werde ich durchdrehen. Aber noch ist alles gut. In dem Sinne, haut rein. Ciao, ciao. Alles ist gut. Ja? Ich muss los und ich muss noch pissen. Alles, tschüss.